Möchtest du richtig fit und gesund mit voller Vitalität und einem schlanken, gesunden Körper durch die schönste Zeit des Jahres, durch die Adventszeit kommen? Dann bist du hier genau richtig. Ab dem 1. Dezember bis Weihnachten, bis zum 24. Dezember bekommst du jeden Tag einen 5-Minuten-Impuls von mir mit ganz tollen Werkzeugen, Tipps und Tools rund um das Thema Lebenskraft. Und das Schöne, du kannst auch etwas ganz Besonderes gewinnen. Das, was du gewinnen kannst, enthält 2 ganz tolle Karten zu meinem Tagesseminar Energize Your Life am 4. Mai 2024. Außerdem bekommst du mein Rezeptbuch der Lebenskraft mit ganz vielen tollen Tipps und eine wunderschöne geführte Meditation. Alles, was du machen musst, um beim Gewinnspiel mitzumachen, ist folgendes. Gehe dazu jeden Tag auf Instagram. Dort findest du einen Post zu dem jeweiligen 5-Minuten-Impuls. Und diesen Post teile ihn mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten. Kommentiere diesen Post und ganz wichtig, benutze den Hashtag Lebenskraft-Advents-Podcast. Am 24. Dezember wird um 12 Uhr live bei Instagram Live der Gewinner bekannt gegeben. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude damit. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu einem erneuten 5-Minuten-Impuls in der schönsten Zeit des Jahres, in der Vorweihnachtszeit oder besser gesagt in der Adventszeit. Ja, heute liegt mir dieser 5-Minuten-Impuls ganz besonders am Herzen. Denn ich möchte dich heute motivieren, dass du dir mal ein paar Minuten Zeit nimmst. Vielleicht machst du dir einen schönen Tee, machst dir ein paar Kerzen an und gönnst dir mal einen Moment der Ruhe und stellst dir einfach mal 2 wichtige Fragen. Die erste Frage ist, was zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben? Und die zweite Frage ist, was hast du für eine Gabe? Ja, du hast richtig gehört, denn in meiner Welt ist es kein Zufall, denn du hast Herausforderungen, die nicht durch Zufall in deinem Leben sind und du hast eine Lebensaufgabe, nämlich eine Gabe, die du in die Welt bringen musst, die du besonders gut kannst. Und damit machst du die Welt ein kleines bisschen besser. Vielleicht kennst du meine Arbeit schon ein bisschen länger. Falls nicht, ich glaube nicht an Zufälle. Zufall ist für mich ein Wort von einer Wirkung, deren Ursache du noch nicht sehen kannst. Die Quantenphysik, die nennt das Verschränkung. Das heißt, in dem Moment, wo bestimmte Dinge in deinem Leben auftauchen, hast du dafür etwas gepflanzt, wie ja, als wolltest du Radieschen eben ernten, musst du erstmal das Saatenkorn pflanzen, genügend Dünger und Wasser dazugeben und den Nährboden schaffen, damit irgendwann du mal Radieschen ernten kannst. Und so ist es bei uns natürlich auch. Das heißt, das, was du gerade siehst, das ist das Ergebnis von etwas. Und wenn du etwas in deinem Leben immer wieder bekommst, also was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben ziehst, dann hat das in meiner Welt eben auch was damit zu tun, was du lernen darfst. Und in meiner Welt gibt es ja eine Seele, das hast du schon mitbekommen, die deinen Körper benutzt, also in dem Fall du benutzt deinen Körper, um die Erfahrung zu machen, die sich Leben nennt. Und die Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben, sind für uns da, damit wir wachsen können, damit wir uns den Herausforderungen stellen können und dass wir lernen können, welches große Geschenk wirklich dahinter steckt. Und wenn du Angst hast, mutig zu sein, dann wird sehr wahrscheinlich die Herausforderung darin bestehen, eben Mut in diesem Leben für dich aufzubauen und so weiter. Also schau da einfach mal hin. Welcher rote Faden zieht sich in deinem Leben immer wieder durch alles hindurch? Stelle dich den Dingen und vor allen Dingen geh sie an. Da bist du auch nicht alleine, da helfe ich dir gerne dabei. Nur da darfst du zu meinen Intensivseminaren kommen. Dann erkennst du nicht nur deinen roten Faden, sondern du wirst auch lernen, wie du Krankheiten und vor allen Dingen den Schlüssel dahinter eben auch transformieren kannst und wie du eben aus einem Ungleichgewicht wie Angst und Mutlosigkeit eben wieder mutig sein und vor allen Dingen durch die Ängste hindurchgehen können, eben aufbauen kannst. Gut, es war jetzt grammatikalisch nicht so richtig, aber egal. Ich denke, du hast auf jeden Fall verstanden, was ich damit gemeint habe. Ja, und der zweite Punkt ist der, du hast eine Lebensaufgabe und da steckt das Wort Gabe dahinter. Du hast etwas, was du richtig gut kannst und
Du bist einzigartig. Das heißt, du kannst etwas, was keiner so kann wie du, alleine schon durch dein Sein, durch deine Ausstrahlung. Und wenn du dich wieder damit beschäftigst, was kannst du besonders gut und erkennst eben auch dahinter deine Lebensaufgabe, die Gabe, die du bekommen hast, die du in die Welt tragen musst und auch solltest, um das Leben von dir und von den Menschen ein bisschen besser zu machen, dann wird dein Leben auf jeden Fall leichter. Also, ich würde dich heute gerne ermutigen, in diesem 5-Minuten-Impuls, gerade kurz vor Weihnachten, nimm dir doch mal einen Moment Zeit für dich. Beschäftige dich mit den Herausforderungen in deinem Leben und überlege dir mal, was darfst du daraus lernen? Was steckt dahinter als übergeordnete Lernaufgabe? Und was könntest du dir als Seele ausgesucht haben, um etwas zu erfahren, wohinter richtig viel Wachstum und ein besseres Leben liegt? Ja, schau da auf jeden Fall mal hin und beschäftige dich mit deinen Gaben, also mit dem, was du besonders gut kannst. Und stell dir vor, du würdest diese Lebensaufgabe auch in deinen Beruf integrieren. Dann verdienst du sogar auch noch Geld damit. So habe ich es nämlich auch gemacht. Ja, diese zwei Punkte. Also Herausforderung, der bekannte rote Faden und vor allen Dingen deine Lebensaufgabe ist heute mein Impuls für dich. Also die Gabe, die du bekommen hast, die einzigartig ist, die du in die Welt bringen solltest. Je mehr du dich damit beschäftigst, je klarer du dir darüber wirst, desto leichter wird eben auch dein Leben. Und denke daran, dieses Leben darf schön sein. Wenn ich dir dabei helfen darf, dann schreibe an die office@gesundmitplan.de und du bekommst tolle Informationen zu meinen Intensivseminaren, wo du wie einen Leitplan die Werkzeuge bekommst, die Tools bekommst, um eben auch deine Lebensaufgabe zu entdecken, um vielleicht Blockaden und Ängste auch ein für alle Mal lösen zu können, damit du frei wirst und damit dein Leben noch viel, viel schöner wird. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Genieße sie und bis morgen zu deinem nächsten 5-Minuten-Impuls. Ganz liebe Grüße von Herzen. Nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.